Hallo ihr Lieben und willkommen zu einem neuen Video. Ihr seht wahrscheinlich schon an meinem Gesicht, was es für ein Video ist und ihr habt schon im Titel gelesen. Es ist ein First Impression Video, mir fiel gerade das Wort nicht ein. Ein First Impression Video zur Urban Decay Naked Heat Palette. Sie ist noch sehr neu in Deutschland. Ich wollte sie heute ausprobieren mit euch. Ich habe noch nicht ein bisschen geswatcht oder sonst was. Ich habe sie noch nie benutzt. Und ja, erstmal die Verpackung wieder richtig toll, wie eigentlich immer bei den Naked Paletten. Und ich habe mich jetzt passend geschminkt. Ich gehe nämlich nachher auf eine Party und dazu werde ich mich jetzt schminken und zwar mit dieser wunderschönen Palette. Ein richtiger Traum, hat wieder einen großen, großen Spiegel. Dort mache ich erstmal gleich die Folie ab, damit ich mir auch schminken kann und das mache ich sofort. Dann hat die hier einen Pinsel, wenn ich dran komme. Die sind meistens gar nicht so schlecht, aber jetzt für diesen Look benutze ich ihn nicht. Aber ich bewahre die von Urban Decay immer auf, weil ich die nicht schlecht finde. Ja, dann würde ich sagen, fangen wir jetzt erstes mal an mit den Swatches. Ich wollte euch das einmal zeigen, wie die Palette sich generell swatchen lässt. Dort ist der erste Ton, das ist die Farbe Owns. Dann Chaser, eine richtig schöne Crease-Farbe. Dann Sourced. Danach Low Blow. Lambert oder so. Ich weiß nicht genau, wie man das ausspricht. Devil. Dirty. Wow. Dirty ist richtig toll. Also Dirty Talk. Scorched. Mache ich mal hier oben noch hin. Da ganz oben. Dann Cheyenne. Hier unten. Danach En Fuego, glaube ich, heißt es. Keine Ahnung. Da. Und zwei Farben haben wir noch. Wir haben noch Ashes. Auch eine richtig schön dunkle Farbe dort unten. Und zu guter Letzt Amber. Der kommt dort. Also richtig schöne Farben. Die helleren, da war ich bis jetzt noch nicht so begeistert von der Pigmentierung, aber das schauen wir uns gleich nochmal auf dem Auge an. So ist das ja immer was ganz anderes und ich würde sagen, wir starten direkt mal mit dem Augen-Make-up, würde ich sagen. Ich hole euch dafür mal ein bisschen näher ran, damit ihr das Auge auch ein bisschen näher sehen könnt. Und ich beginne als erstes, ich habe einen Lidschatten-Base drauf. Ich nehme jetzt mal irgendeine Farbe, ich mische die beiden hellsten. Und gebe die einmal über mein Lid, damit es ein bisschen gesettet ist, das Ganze. Das mache ich auf beiden Seiten. So, einfach damit sich der Lidschatten gleich besser verblenden lässt. Da nehme ich mir jetzt als erstes einen Blender Brush. Oh mein Gott, habe ich heute einen Sprachfehler. Und gehe in Chaser und Sourced rein, in beide Farben. Und das benutze ich so als meine Transition Shade hier so. Ja, also die Farben sehen auf dem Auge richtig schön aus. Also schön, also sie geben gute Farbe ab, sage ich mal so. Dann mache ich das hier ebenfalls. Dann gehe ich mit Hey Devil hier außen entlang. Ich muss jetzt schon sagen, ich kann sehr gut mit den Farben arbeiten. Sie lassen sich super schön verblenden. Also bisher, die Pigmentierung stimmt. Ihr seht das ja, ihr habt es gesehen, wie ich es verblendet habe. Das funktioniert also sehr, sehr gut. Lassen sich super schichten und noch weiter aufbauen. Bisher perfekt, aber ich kenne es nicht anders von Naked Paletten, muss ich eher sein. Jetzt gehe ich, glaube ich, in En Fuego und ein bisschen in Ashes und mache das hier noch ein bisschen dunkler in den Außenwinkel. Aber so eher gezielt hier. Wirklich außen. So, sieht schon ganz schön aus, finde ich, und das so schnell. Ich nehme mir jetzt mal einen ganz normalen flachen Pinsel und gehe in die Farbe
L'Ombre, wenn die so heißt. Die hat so einen schönen goldenen Schimmer, glaube ich, drin. Okay, mit dem Pinsel klappt das jetzt nicht so gut, muss ich sagen. Also es ist okay, aber ich glaube, mit dem Finger lässt sich das Ganze viel besser auftragen. Ich teste das mal. Ja, mit dem Finger ist schon viel, viel besser. Daher mache ich das so. Also immer ein Tipp von mir, für die meisten wissen es bestimmt schon, aber für die, die es noch nicht wissen, wenn der Pinsel die Farbe nicht so gut aufnimmt und nicht so gut aufs Auge abgibt, macht's mal mit dem Finger, weil meist funktioniert das richtig, richtig gut. Als nächstes gehe ich mit Ounce hier oben unter der Augenbraue, um das Ganze zu highlighten. Das ist ein sehr schöner Ton. Und damit gehe ich auch in den Innenaugenwinkel. Jetzt will ich es außen noch ein ganz bisschen dunkler haben. Ich gehe da nochmal mit Ashes entlang. So, gefällt mir schon besser. Nochmal einmal kurz drüber blenden. So. Und jetzt kümmern wir uns um unter dem Auge. Dazu brauche ich meinen anderen Pinsel. Und gehe mit Shazer und Sauce drunter. Jetzt nehme ich mir hier einen feineren Pinsel. Gehe noch mal in Hey Devil rein. Gebe das so in die Mitte. Innen gehe ich nochmal mit L'Ombre rein. Ein bisschen. Und außen mit Enfuego und Ashes. So, das Augen-Make-up wäre soweit fertig erstmal, was die Palette angeht. Ich mache mich gerade noch fertig, dann sage ich euch das Endergebnis, zeige ich euch das und werde kurz sagen, wie ich diese Palette finde. Eine Sekunde bitte. So, da bin ich wieder. Ich bin fertig geschminkt. Das im Innenaugenwinkel, wollte ich nur vorher sagen, ist von Colourpop ein Highlighter, also nicht aus der Palette. Aber ich kann euch diese Palette auf jeden Fall ans Herz legen. Die ist genauso gut wie die anderen Naked Paletten. Ich liebe die Farbrange, also ich stehe ja auf so Rottöne auf dem Auge, aber ich glaube, das tun sehr viele. Und ja, das ist der Look, den ich damit so geschminkt habe. Ich bin sehr zufrieden damit. Ich hatte keine Probleme mit dem Verblenden. Das geht super, super gut. Die Pigmentierung ist gut. Man kann sie sonst aufbauen. Nass könnte man sie natürlich auch nochmal austesten, ob dann die Glitzernden noch besser sind, aber ist eigentlich gar nicht groß nötig. Und ja, wie gesagt, ich finde den Look jetzt richtig, richtig cool. Und die gibt es bei Douglas, also wenn ihr nachgedacht habt, euch sie zu kaufen, ich kann sie euch empfehlen. Sie ist nicht die günstigste Palette, aber ich finde, sie ist es auf jeden Fall wert, also schaut sie euch doch unbedingt mal an. Und das war's mit dem Video. Wenn euch so ein Format gefällt, solche First Impression Videos, dann lasst doch bitte einen Daumen nach oben da, dann weiß ich Bescheid, dann kann ich das öfter machen. Oder auch, wenn ihr vielleicht mehr Tutorials sehen wollt, also wirklich mehr Looks, wie ich welche schminke, dann sagt einfach Bescheid, schreibt es in die Kommentare und dann werde ich das für euch machen. Und ansonsten sehen wir uns in meinem nächsten Video. Bis dann!